So Leute, da sind wir wieder bei Vegasilf mit mir, Sefi und Jutes. Guten Tag. Bei Fire Emblem Rage and Dawn und mir ist mal eben kurz was in den Sinn gekommen, was ich überprüfen möchte. Natürlich 30, was denn sonst? Jugend wird noch mit dem schwarzen Ritter gedoppelt. Tja. Finde ich nicht gut. Auch nicht. Würde ich besser finden, wenn dem nicht so wäre. Kann ich mir vorstellen. Im Notfall können wir den Typen doch einfach stehen lassen. Der rennt schon von selbst in den Tod. Wenn der Depp den dann nicht mehr halt. Ja, den mache ich jetzt als nächstes tot. Okay. Ah ja, wollte ich eh umstellen. Magier versus Magier. Ja, wird wohl gewinnen. Also ich tippe mal auf ihn. Ich halte ihn für sehr überlegen. Für absolut überlegen. Siehst du, man muss es nur richtig aussprechen. Aber glauben ist auch gut. Ja. Also ich bin jetzt nochmal geheilt. Das kann man nie genug haben. Ja. Mein Janaf ist kein Schaf. Ich weiß. Mir ist sogar noch eine perfidere Idee gekommen. Mee! Mee for all! Mee? So. Oh verdammt, ich wollte ihn retten. Na egal. Ich hätte doch eher eine Armbrust. Das wusste ich noch. Das. So grau, ich sehe nicht. Nee, ich komme da nicht ran. Ich bin zu doof. Das sowieso. Das hält mich nur davon ab, vom Pferd zu steigen. Ich könnte es auch werfen. Also, keine Ahnung, das. Dass das Pferd da nicht durchkommt, ist mir ein Rätsel. Ja, so tief kann es ja nicht sein. Wenn die anderen Leute zu Fuß drüber laufen, so immer so ein Militärpferd rennt doch da durch. Mhm. Was haben die denn früher gemacht, so im Mittelalter, wenn die da anflossen? So, mein Pferd kommt da nicht rüber. Bauen wir erstmal eine Brücke. Ja, deswegen ist die Burg rahm. Dann haben die Pferde immer gleich gesagt, nee, ich bin wasserscheu, ich gehe da nicht durch. Reiter, such dir einen anderen. Oh nein, wir haben niemanden mehr zum Heil. Heil lieber dich selbst. Das finde ich in Fire Emblem 5 war das, glaube ich. Und in Fire Emblem 3 war das so, da konnten die absteigen. Ja. Da konnten auch die Pegasi-Ritter, die konnten absteigen. Und so, oh, da ist ein Bogenschütze, ich steig mal ab und geh zu Fuß weiter. Fand ich sehr geil. Mhm, das stimmt. Redet sie eigentlich mit Ike? Nö. Och, Zia, du bist da. Das normalste überhaupt. Wann immer gegen die Laguz gekämpft wird, wann immer Unrecht gegen die Laguz geschieht, kann man davon ausgehen, dass Ziak für die Laguz kämpft. Das ist schon so. Ich frage mich, ob Mikaya was sagt, wenn Ziak da. Ja, also sie sagt was, wenn er hier irgendwo kommt. So, hey, du bist ja bei den Gegnern. So, ja. Och, ich halte dich nicht auf. Okay. Sowas in der Richtung. Ich speichere mal, weil ich jetzt gerade nicht so weiß, wie ich daran richtig platzieren muss. Das heißt, wenn er tot geht, ist es nicht meine Schuld. Böses Spiel. Ach ja, Oscar. Aua. Oh nein, ich habe einen Kratzer. Mami. Auch schön, dass der so freiwillig in sein Verderben rennt. Ja. Dass das so klärt. Der Drache muss ja echt aus Metall sein. Ich werde ja auf die Metallrüstung. Ich haue nicht auf die verwundbarste Stelle, ich haue auf die Rüstung. Es ist sehr effektiv. Ja. Alter, Blackie, beweg dich mal. Geh mir aus dem Weg, du bist kein Gegner für mich. Das stimmt. Da jetzt kommt Eclipse oder so. Und das kann sich ja Gott sei Dank nicht über die Distanz aktivieren. Wie viele Leute kommen denn dann noch? Beschützt die blöde Kuh, die jetzt geschissen kriegt. Ja, ich glaube, das ist weit genug in der Pampa. Ja. Da ist der Abbruchfuzzi. Töte! So, so auf Jana. Ich supporte immer noch.
immer bei dir. Ach ja, ich kriege ja gar keine Erfahrung mehr. Ich bin gerade zu viel gespalten. Ich werde vorher ab und probier's. Das ist eine sehr gute Idee, weil ich bin mir nicht sicher, ob wenn Voluk sich hier gleich verwandelt und Arm abläuft, bin ich unschuldig. Hat hier irgendeiner eine Armbrust? Ich möchte gleich kein böses Erwachen. Du hast ihn gerade da gekriegt. Ja, aber keine. Achso, der neue. Ja, der oder neue. Dass sie das im Inventar noch haben oder so. Man weiß ja hier nie. Ja, das stimmt auch nicht. Ich habe gerade statt Absetzen nicht aufs Puff gelesen. So. Hallo. Sorry. Wo zur Hölle hast du mich hingebracht? Nimm mich gefaked mit, du Drecksvieh. 6, 7, 8, 9. Oh, doch, das soll reichen. Können wir wenigstens den schon mal platt machen. Ja. Ich hasse Heiler, wenn sie auf gegnerischen Seiten stehen. Und vor allem Power Attack können. Das sowieso. Uah. Die sind voll die Milchbubis. Ich tu dir weh. Voll die Mädchen. Und das ist keine Beleidigung, das ist eine Feststellung. Das stimmt. Wir dürfen das. Ja, das sowieso. Meep, 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 wir rücken langsam vorwärts. In der Zwischenzeit können die sich mal um den kümmern. Und hoch. Wie der Pfeil geflogen, saß immer auf den Pfeil. Huah! Weißt du, er schießt den gerade ab und er nimmt dann so einen steilen Kurs nach oben. Ja, so ins Gesicht des Gegners. Das kann nur ein, was sagen? Das kann nur ein Meisterschütze wie Shinon. Ja. Toll. Wow, zwei Schaden. Juhu! Ja! Hast du noch Olivenkraut? Natürlich nicht. Hast du schon so wegkonsumiert? Ach, schön, dass Rezon jetzt verwandelt ist. Keine Sau hin. Wo war das jetzt nochmal? Ach, da. Dann kommt Lete dahin. Und Gatri kommt dahin. Und Rezon kommt dahin. Das ist so praktisch. Ich liebe das. Das gefällt mir sogar besser als Raphael, weil Raphael nicht fliegen kann. Das stimmt. Ich hätte zuerst ihn sitzen sollen. So, da haben wir nochmal den im Vorbeifliegen mit. Bogenschützen kann ich nämlich überhaupt nicht leiden. Vor allem nicht hier, in so einem Kapitel, wo man auf seine Flieger mehr denn je angewiesen ist. Oh ja. So, jetzt verpatze ich mich zu den anderen. Wartet, Leute. Ach, die habe ich da anvisiert. Ich wollte gerade sagen, was für gefährliche Typen habe ich da denn anvisiert. Überall ist was anvisiert. Da ist mir ja gespannt. Gegnerischer Zug. Eigentlich sollten recht viele auf Ike gehen, weil er der Lord ist. Und keinen zweiten Langstreckenangriff hat. Sieht gut aus. Und der Vorteil ist, Blackie greift meines Wissens nur die an, die in seinem Radius sind. Das heißt, wenn da niemand in seinem Radius stehen hat, bleibt er da einfach stehen. Die kriegt auch nur, wenn sie Lust hat. Zia, sehe ich aus wie ein Lord? Verpatz dich gefälligst. Ziak Emblem. Die Takeaway Simulation. Wenn du sie einmal spielst, wirst du nie wieder schlafen können. Ja, mit so einem Werbespot wird Fire Emblem. Lol. Muss gerade sagen, ja, greif jetzt nochmal an. Das wäre nice. Das wäre sehr höflich von dir. Die haben alle so eine süße Treffgenauigkeit. Das findet Loren auch. Schön, dass sie das so zuverlässig aktiviert. Ich glaube, da mag jemand diesen komischen Typen nicht. Ne, ich glaube, er hat sich's aufgespart. Weißt du, so, ich spare mir das auf, dann kann ich das so jetzt spammen, wie ich Lust habe. Ja.
Ich renne um ihn herum. Das wird ihn ablenken und verwirren. Ey, oh, wow. Du Arschloch. Sag doch mal, aber laufe noch so. Ja, jetzt läuft er so. Jetzt muss er sich ja auch wieder anstrengen. Jetzt hat er ja Konkurrenz mit Dirk. Ich frage mich, warum ich diese Strategie nicht schon viel eher eingesetzt habe. Hätte sich jetzt noch Adept aktiviert, hätte ich ihn ausgelacht. Oh, wow! Ja, kann ich ja doppeln. Oh, das reicht. Jo. Aber dann hätte er den Treffer verhindern können. Das stimmt. Ach, beim nächsten Mal setzt du wieder Schein ein und das heißt ja super. Ja, er kommt. Ah! Er kommt ja doch her. Sie bewegen sich ja doch. Hier läuft alles aus dem Ruder. Schlimmer kann es nicht mehr kommen. Doch, zwei Blackies. Ja. Nö. Ja. Ike nicht irgendwie ablenken? Kuckuck. Hier ist wieder dein Lieblingsauto drauf, Männchen. Meinst du, er geht da rauf? Wenn ich es geschickt anstelle, ja, mein, ich gehe jetzt einfach. Ich mache einfach mal das, wofür ich gekommen bin. Töte die! Ah, das erklärt ein wenig die Geschichte, die sich um euch ranken. Wer seid ihr? Selbstdialog? Ihr seid wie ich? Ja, man nennt uns die Gezeichneten. Mit den Jahren verstehe ich besser und besser, wie die anderen uns sehen. Ihr seid so kaltherzig, als wäret ihr in Frost gehüllt. Fließt überhaupt Blut in euren Adern? Als Maulblödkuh. Jawohl, Blut dem euch sehr ähnlich. Was? Dem euren. Sehr, ach, eurem sehr ähnlich. Blut, das uns lehrt, zurückgewiesen zu werden und alleine zu sein. Euer Herz ist aus Eis, aber ich spüre, dass ein warmer Kern dieses Eis zum Schmelzen bringen will. Ich verstehe. Ihr habt jemanden, den ihr sehr gern habt. Jemanden, auf den ihr euch verlasst. Nehmt nicht an, mich verstehen zu können, ihr lächerliches Mädchen. Ihr habt nicht die leiseste Ahnung, wer ich bin und wozu ich fähig bin, nicht im geringsten. Dahin hat ihr nichts zu suchen. Ich besiege euch leicht und schicke euch und eurer Armee zurück ab dahin. Endlich treffe ich auf meinesgleichen und dann ist es gleich ein Feind. Ich ergebe mich nicht, ich lasse euch keinen Schritt weiter. Los, Soren, mach sie platt! Entschuldigung. Na. No. Also er müsste mindestens noch einmal Adept oder Schein aktivieren. Ja, aber ich glaube nicht. Reicht. Tschüss, Vikaya. Tschüss, Koski. Wir haben getan, weswegen wir hier waren. Ja. Hi, du. Du stehst gerade so neben mir. Ne, quatsch mich nicht von der Seite an. Ich quatsche dich von der Seite an, ich töte dich von der Seite. Noch schlimmer. Tödlicher Seitenhieb. Ja. Eine Waffe des Wurfes. Ja. Das hat zwar nicht ganz so gut geklappt, wie ich es mir vorgestellt habe, aber wir haben das erfüllt, weswegen wir hier sind. Trott. Ich kann so Gräsern auf. Ach, ich kann mal durchgehen. Das würde ja nicht mal reichen, wenn er zweimal kritten würde. Wo ist der Vogel? Reicht doch. Ja. Ey, bei Shinon sieht das so einfach aus. Ah, er mützt dagegen ab. Ja. So. Gefahr erkannt, Gefahr gebannt. Jetzt müssen wir nur hier wieder Ordnung reinbringen. So, nimm das. Nimm das! Aua. Nimm das! Heute war die erste Hilfe, die Helium-Ethischen. Das war auch mal lustig. Ich hoffe, also eine Helium-Flasche. Nee, ich muss ja einfach nur so einen Heliumfilter reinstellen. Ich glaube, sowas haben wir sogar. Na klar, sowas hat fast jedes Audioprogramm. Jetzt sind wir doch gleich da auf eine Quietschrunde gefasst. Oh Gott, das nervt bestimmt nach einer Weile. Ich glaube, irgendwann ja. Normal ist es vielleicht ganz lustig, aber immer? Sagt Zirkschuh, habe ich das schon mal erwähnt? Bestimmt.
So ist hast du es bestimmt mir schon mal erzählt. Garantiert. Ich werde es auch bestimmt schon. Eigentlich wollte ich das ja. Ich muss Rezon da hinstellen. Hi. Voll ich bin ja immer noch hier. Dreckstaxi. Mit dir fahr ich nochmal. Jetzt vielen Dank, dass Sie mit Jan auf Airline geflogen sind. Ich will mein Geld zurück. Ich hab gar keins gekriegt. Psst. Wow. Mal sehen, was passiert. Im Ernst. Blöde Laura. Oh, da ist Gatri. Hallo. Da ist da. Da, oh Gott, da ist Blackie. Ich denke jedes Mal, wenn das da aufblinkt, dass da ein Eclipse ankommt. Ja. Da kann ich absolut sicher sein, dass er da nur mit einem Dingsen-Angriff hinkommt. Zwei Dingsen. Das epische Duell! Rand Nulf gegen Fiona! Wer wird gewinnen? Das ist daran doch schon so episch. Ich weiß nicht, ich wollte es ein bisschen spannender machen. Ach so. Höchst beeindruckend. Mit einer solchen Verletzung kann ich nicht kämpfen. Ich bin bald zurück. Also ab ins Pokémon Center. Ding, 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 ding. Oh, da bin ich wieder. Oh, das könnte lustig werden. Commander, wir können nicht den Rückzug antreten. Wir müssen weiterkämpfen. Selbst wenn das heißt, dass ich gegen dich kämpfen muss. Sote, du hast diesen Kampf schon verloren. Was meinst du damit? Du denkst nicht, dass du gegen mich gewinnen kannst. Also wird das auch nicht passieren. Begibst du dich mit solchen Zweifeln einen Kampf, so ist es sicher, dass du ihn verlieren wirst. Sieh mich an und sag mir, dass ich ein feindlicher Soldat bin, den es zu bezwingen gilt. Lol. Ja, ich glaube, so eine Treffer wahrscheinlich ist ein bisschen zu gering für einen kritischen Treffer. Sonst hätte es gereicht. Mhm. Dann kriegst du ja 50 dazu, das wäre 75? Boah. Oh, Mikaya, es tut mir leid. Sote? Nein, Sote, bitte nicht! Halt aus, ich komm zu dir, du stehst was? Neben mir! Mach dir keine Sorgen, ich sterbe nicht so leicht. Ich bleibe an deiner Seite! Der Göttin, dann, dir geht es gut! Nee. Das heißt, aber Sote, zieh zurück und ruh dich aus! Mit diesen klaffenden Wunden kannst du nicht kämpfen! Versprich mir, dass du in unser Lager zurückkehrst und dich ausruhst. Ich verspreche es. Blub. So und so, Mikaya! Wo sind wir stehen geblieben? Schade, dass das dann, dass ich ihn da nicht hinstellen kann. Jetzt könnte ich ihn gleich nochmal wiederbeleben. Naja, jetzt kriegt er auch noch den Support. Ja, den kriegt er so. Ich stelle ihn mal da hin, dann kann er. Obwohl, das braucht er nicht. Auf ein neues! Kaum ist Eichter! Stirb, Mikaya! Ein KP hat sie noch! Super, mega, wunder, wirklich, ich bin weg. Ich wollte hier eigentlich noch den Dialog zwischen Ziak und ihr zeigen, aber nee, das war mir wichtiger. Ich hätte es auch andersrum machen können. Es ist eine Genugtuung. Ja. Meine Wunden sind harmlos, stumpf. Harmlos verglichen mit dem, was mein Volk erleiden musste. Wir werden nicht verlieren. Wir geben niemals auf. Wir dominieren das Schlachtfeld. Und jetzt kannst du noch nicht hinsetzen. Lol. Oh, Halleluja! Halleluja! The Epic Battle of Support Buddies. Wo Luke, den kann er komischerweise angreifen. Lol.
Wir waren einst Verbündete, aber diese Zeit ist jetzt vorbei. Und ich wollte dir nur sagen, du bist scheiße. Ich habe dich nie gemacht, du blöder Flo sagen, du Töle. Was? Wofür die Wuffin jetzt? Ah, eine hilflose Heilerin. Lecker. Frühstück ist serviert. Aua, das Frühstück wehrt sich. Naja. Dann schmeckt es umso besser. Ich wollte gerade sagen. So, mir fehlt noch. Ach, Mac. Oh nein, ist dies Blut? Es tut mir leid. Wie, Lady Mika, ich muss meine Verletzung heilen. Mist, ich komme nicht ran, das wäre so episch gewesen. Ich bin gespannt. Hey. Natürlich. Das hast du bei. Das hast du erwartet, hier ist noch mal. Obwohl, ich glaube, ich lasse sie, obwohl der Zug ist eh gleich vorbei. Deswegen, ja. Lass ich warten, wo sie hat nur ein Eis. Also sie wird auf Tierk, wird sie nicht gehen, sie wird entweder von Eigel oder von Sorum platt gemacht. Das ist ja wohl allerlei. Ich hätte sie gern von Gatrik platt gemacht, das hätte so eine gewisse Ironie. Au. Oh. Wer braucht die EP? Es gibt nur echt. Ach, ich skippe den Zug. Wenn sie auf Sorin geht, kriegt Sorin dafür mehr EP als. Ich wollte sagen, der Wasser ist wichtig. Alles ist verloren. Ich habe gerade schon einen Schreck gekriegt. Auch daran ist hier voll. Der Sandsack. Jan nervt, der König ruft nach uns. Was? Aber wir haben Weg doch noch gar nicht besiegt. Außerdem habe ich ja Juratu. Ey, du hast meinen Text geschrieben. Ike, die Hauptgruppe hat den Fluss durchquert. Wir haben es geschafft. Fantastisch! Bahnt euch einen Weg! Wir stoßen zur Hauptgruppe vor! Metzeln wir uns durch! Tja, es merkt doch noch keinen können. Ja, naja, was soll's. Ja, eine EP. Die Biester sind hinter uns! Und wir werden von hinten angegriffen! Aus Gallia? Wie sind sie über den Fluss gekommen? Nicht nur die Raubtiere! Hunderte von Falken sind auch dabei! Auch der Clan der Falken ist hier? Die Armee Benions hat uns davon überhaupt nicht unterrichtet. Sie haben uns. Die Truppe vom Commander Ike sollte uns nur ablenken. Bleiben wir, werden die Verluste nur noch zahlreich. Wir ziehen uns zurück. Nein, Tochter des Lichts, wir können immer noch kämpfen. Bitte erteilt uns eure Befehle. Das tat ich bereits. Wir ziehen uns zurück. Ich werde euch nicht alle vergebens sterben lassen. Aber... Halt's Maul. Befehl des Generals, wir haben wenig Verluste zu beklagen, aber es reicht für diesen Kampf. Jawohl, Sir. Mikaya, ich bin überrascht. Dies ist das erste Mal, dass du die Bewegung der feindlichen Truppen nicht vorhersagen konntest. Das ist richtig. Mikaya! Was ist los? Sorte nicht. Verhalt dich einfach normal. Alle sehen her. Was zur Hölle? Die ist gerade umgeklappt. Ah. Der hat gerade erlegt so, hey Party! Wer hatte denn Licht? Was? Also ich hatte PDS, das weiß ich. Glaube, ich hatte auch Likain, oder? Wir müssen mehr auf uns da. Ich hatte beide. Oh, das ist ja voll Spaß. Was? Mikaya hat es nicht geschafft, die Allianz der Laguts auszuschalten? Nein! Hm, das sieht übel aus, König Pelias. Ist das die Art von dein, die Güte, mit der wir Benion begegnet sind, zurückzugeben? Ich fürchte, die freundschaftlichen Beziehungen zwischen dein und dem Senat finden hier ein Ende. Bitte, so wartet doch! Gib mir noch eine Chance. Ich flehe euch an. Nun gut, da ihr so verzweifelt darum bettelt, denke ich, dass ich es in Erwägung ziehen werde. Bitte, hört mich an. Dein steht dem Senat auch weiterhin loyal zur Seite. Wir werden jeder Bitte, die ihr an uns herantragt, Folge leisten. Euer Wunsch ist uns Befehl. Gott, nur ich bitte euch, gebt uns noch eine Chance. Nun denn, ich denke, wir werden für dieses Mal über eure Fehler hinweg sein, aber nur dieses eine Mal. Lebt wohl, junger König, von da ein. Arschkriecher. Nie hattest du. Echt? Pelias, wer auch immer ich bin. Achso. Mutter! Dieser Mann, mit dem du gesprochen hast, er ist ein Senator aus Benion, nicht? Leckerin Herzog Gardos, nehme ich an. Er gehört zum Untersuchungstrupp des Imperiums. Ich kam anstelle von Herzog... Er. Achso, er kam. Er kam anstelle von Herzog Schlag mich tot. Ja, da hast du recht, Mutter. Das war Vizeminister Leckerin aus Benion. Du hast uns also zusammen gesehen. Willst du mir was sagen? Ja, ich bin schwul. Erzähl deiner Mutter, was passiert ist. Du siehst sehr erschrocken aus. Hat dieser Mann dir gedroht? Will er dir etwas antun? Du kannst es deiner Mutter ruhig erzählen, was...
Nein, es ist schon in Ordnung, Mutter. Wir haben über die Zukunft unserer Länder gesprochen und wie wir unser Verhältnis wieder verbessern können. Aber... Bitte geh zurück auf dein Zimmer. Ich werde mich ebenfalls ausruhen. Ich bin in letzter Zeit immer sehr müde. Pelias, warte, oh mein Sohn. Die sind mir auch alle so unsympathisch da im Königshaus. Ja, Königshausen. Ja, Königshausen von da rein. Aua. So, das Kapitel ist vorbei und passenderweise machen wir hier einen kleinen Cut, ein Schnittchen. Das tut nicht weh. Schnitten. Lecker. In dem Sinne verabschieden wir uns. Vielen Dank fürs Zuschauen und tschüss.